braucht ihr in erster Linie Glück. Natürlich braucht ihr eine Begabung nötig, aber was so wichtig ist, dass man Glück hat. Ich hatte das Glück, nach meinem Studium, nachdem ich zunächst ein Architekt, der mir überhaupt nicht gefallen hat, der wirklich auch Dinge machte, die damals so bei den schnellen Wiederaufbau kurz nach dem Krieg war, das ja, die mir gar nicht passten, den habe ich fluchtartig wieder verlassen, obwohl ich eigentlich das Geld hätte gebrauchen können. Ich war etwas nach dem Studium, also etwas ausgehöhlt finanziell. Und dann habe ich mich natürlich versucht, hier war ja in Frankfurt war die Hochburg der Architekten, alle guten Architekten saßen hier. Habe ich natürlich keine Antwort bekommen. Dann habe ich eines Tages meine Mappe unter den Arm genommen und hatte Glück, bei Apel Lederau herzulanden. Ein Architekturbüro, was zusammengearbeitet hat, dann noch mit Skidmore, Merrill und Irvings. Also, das war Fortsetzung des Studiums, wenn Sie so wollen, als Praktikum und mit wirklich guten Leuten. Und dann auch wieder Glückssache, ein Kollege von mir damals in diesem Büro, der hatte eine Annonce von Braun entdeckt, die einen Architekten suchten. Und ich wollte gar nicht. Es ging dann um so eine Wette, dann hat er mich also sozusagen überredet und so bin ich zu Braun gekommen, habe den Erwin Braun kennengelernt, war begeistert von diesem Mann. Aber hier, was ich in Deutschland sehr vermisse, sind Unternehmerpersönlichkeiten. Leute wie Adriane Olivetti, nicht, was damals also auch für Braun für uns ein Beispiel war. Nicht. Es gab ja nichts zu dieser Zeit. Nicht. Aber solche Unternehmerpersönliche, wie es dann auch Erwin Braun war, ja, oder auch Nils Wiese-Witzel, mit dem ich die ganze Möbelgeschichte, haben Sie ja ein bisschen mitgekriegt, durch Ines Franzen nehme ich an. Solche Menschen, ja, sind, finde ich, ein bisschen selten geworden. Würde ich mir mehr wünschen, dass ich dazugestoßen bin im richtigen Moment und wie ich meine, auch im richtigen Moment das wieder verlassen habe. Das ist eben, was ich sage, ist Glückssache. Es ist, man braucht Glück dazu, nicht? Zum richtigen Moment die richtigen Leute zu treffen. Und ohne diese Leute und ohne natürlich auch die Leute, die ich dazu nehmen konnte. Ich habe ja praktisch alleine angefangen, 1956, 55 kam die haben wir erst Architekturaufgaben gehabt, dafür konnte ich mir dann Leute dazu nehmen. Und natürlich habe ich auf meine ehemaligen Korrektoren zunächst zurückgegriffen. Und so hat sich langsam die Designabteilung entwickelt. Bis hin zu insgesamt dann mit Modellbau, zuletzt, als ich sie verließ, haben sie mir noch so schönen Grundriss gemacht da hinten, als ich sie verließ, 16 Leute, nicht? Ist das in Japanisch, Wabi-Sabi, und das heißt so viel wie ruhig, einfach, ausgeglichen und mit doppelt Wabi-Sabi Schlichtheit, Lebendigkeit des Materials, Materialkombinationen haben mich ja immer interessiert, auch bei meinen Möbelentwürfen. Nicht? Sehr früh Holz- und kunststoffbeschichtete Flächen mit der, zusammen und sehr früh Aluminium. Aluminium-Profile für Schiebetüren. Die Form der Funktion zu folgen hat. Das ist, ich kann mir das gar nicht anders denken, deshalb habe ich Ihnen das ja auch hier nochmal gegeben. Ich finde, Form ohne Funktion ist sinnlos. Und umso sinnloser, wenn man es noch unter den heute so wichtigen ökologischen Gesichtspunkten. Ich habe immer gesagt, es gibt nicht nur die simple Funktion, auf die man oft so hier, dass das Ding funktioniert, sondern es gibt psychologische Funktionen, die eine ganze Reihe wichtiger, sehr wichtiger Funktionen sind auf der psychologischen Seite zu finden. Nur die Kunst, wenn man überhaupt von Kunst sprechen will, ist es auch Kunst, etwas zu verkaufen oder etwas zu, die Kunst kann, ist ein weiter Begriff. Ne?
Aber die Kunst in dem Fall ist, die Balance zu finden zwischen dem ästhetischen Gehalt und dem Nutzgehalt. Also, wenn Sie so wollen, der emotionalen Seite und der funktionalen Seite. Ne? Das Radiogerät war zusammengefasst in so einem Aluminiumbehälter. Nicht? Das konnte man also aus. Die Platte wurde hier aufgeknipst. Das ist ja klasse. Unten abgespielt. Das war ein bisschen vergilbt inzwischen. Die Kunststoffe haben ja damals noch nicht diese. Später kam dann noch ein Radio dazu mit mehr Wellenbereichen. Passte dann auch dazu. Das kam aber etwas später dazu. Das war in der Zeit, als Ettore Zorzas gerade anfing und er hat mir ja mal gesagt, gut, er wollte weg, er hatte auch die Schnauze voll von den Marketingleuten da mit Olivetti und der wollte eigentlich irgendwas ganz anderes machen. War gar nicht interessiert, dass das produziert werden sollte. Die ganze Memphis-Geschichte war mehr von ihm zeichnerisch gedacht. Aber in Italien gibt es ja dann immer jemanden, so, es wurde produziert. Und ich vergesse nie, dass George hatte da diese Ausstellung und George sagte, now our good friend Ettore is becoming a guru. Bei Mausen. Der liegt mir, weil er auch ähnliche Auffassungen hat in dem, was er macht. Nicht? Was ich sehr schätze. Nicht? Diese Einfachheit und Zurückhaltung und das Spielen mit Materialien. Nicht? Wachsende Arbeitslose habe ich weniger. Ich habe eher Angst davor, dass die Qualifikationen, also die Ausbildung, nicht gut genug ist und nicht genügend dafür getan wird. Ja? Wenn generell die Ausbildung besser wäre, dann würde auch das Problem der Arbeitslosigkeit nicht so eminent sein. Wörter, die mit Ismen muss. Also ich mag auch nicht das Wort Funktionalismus. Es gibt keinen Funktionalismus, es gibt eine Funktion. Ja. Nationalismus, Fanatismus, alles Dinge, wenn es die nicht gäbe, dann hätte ich weniger.